Leute, cool, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute eine Frage von einem Mitglied aus unserer Community. Und zwar geht es um das Thema Anspruch auf Bürgergeld bzw. ALG 1 und das im Zusammenhang mit einer Meldeadresse in Deutschland. Und zwar war eine Freundin aus unserer Community ein Jahr im Ausland und kam wohl im März zurück nach Hamburg und hat dort einen Antrag auf Bürgergeld gestellt. Das Ganze hört sich ein bisschen nach meiner Story an, ist auch sehr ähnlich, ist aber doch anders, wie wir gleich sehen werden. In Hamburg hat sie auf jeden Fall Bürgergeld beantragt und auch bewilligt bekommen. Jetzt will das Jobcenter aber prüfen, ob ein Anspruch auf ALG 1 besteht. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Problem jetzt folgendes, und zwar, dass unsere Freundin nicht mit einer richtigen Meldeadresse in Hamburg gemeldet ist, sondern das Bürgergeld mit einer postalischen Adresse bei einer Beratungsstelle beantragt hat. Und das Problem ist, sie kann sich wohl hier gerade überhaupt nicht melden, denn sie schreibt, in Hamburg wurde das Melden ohne festen Wohnsitz abgeschafft. Das heißt, man sei dann zwar hier, kann sich aber nicht ohne festen Wohnsitz melden und somit überhaupt nicht mehr in Deutschland registrieren. Das Problem ist jetzt, dass wohl theoretisch ALG 1 Ansprüche bestehen, dass unsere Freundin sich aber nicht arbeitslos melden kann, weil sie keine Meldeadresse in Deutschland hat. Unsere Freundin selbst schreibt über die Situation folgendes. Nach einem Jahr Ausland bin ich zurück in Deutschland, habe im März Bürgergeld beantragt und dieses auch bewilligt bekommen. Jetzt will das Jobcenter allerdings einen ALG 1 Bescheid sehen, ob ich ALG 1 Ansprüche habe. Daraufhin hatte ich einfach ALG 1 beantragt. Leider nicht vollständig, weil ich zugegebenermaßen nicht bei meinen letzten drei Arbeitgebern vor der Tür stehen möchte, damit sie mir einen Zettel vom Arbeitsamt ausfüllen, und weil ich keine Meldeadresse in Deutschland mehr habe und mich deswegen nicht arbeitslos melden kann. Aber ich habe es abgeschickt und das dann an mein zuständiges Jobcenter weitergeleitet, in der Hoffnung, das würde ausreichen. Denn bis ein endgültiger Bescheid käme, würde es ja ohnehin noch dauern und nicht bis zum angegebenen Zeitpunkt da sein. Heute Morgen, kurz vor 8 Uhr, erreicht mich elektronische Post vom Amt, die auf gestern datiert ist. In dieser steht: Mit Schreiben vom 11.05.2023 habe ich Sie gebeten, bei der abschließenden Klärung Ihres Anspruchs auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts mitzuwirken. Bisher liegen folgende Unterlagen nicht vor: Bescheid über Arbeitslosengeld 1, Ansprüche der Agentur für Arbeit. Wenn Sie Unterlagen als Nachweis vorlegen, können Sie nicht erforderliche Angaben schwärzen. Grundsätzlich ist auch die Vorlage alternativer Nachweise möglich. Bitte reichen Sie diese Angaben bei Ihrem Jobcenter bis zum 17.06.2023 ein. Ohne vollständige Unterlagen kann nicht festgestellt werden, ob und inwieweit ein Anspruch auf Leistungen für Sie besteht. Unsere Freundin schreibt weiter: Ich bin unsicher, was ich nun tun soll. Den ALG 1 Antrag vollständig bearbeiten und hoffen, dass alles bis zum 16. bearbeitet ist, damit ich es weiterleiten kann, oder eine Alternative suchen. Was gibt es überhaupt für eine Alternative? Beweisen, dass ich mich nicht arbeitslos melden kann und demnach keinen Anspruch auf ALG 1 habe? Das ist auf jeden Fall die Frage von unserer Freundin aus unserer Community. Ich bin ehrlich gesagt überfragt. Ich weiß nur, dass gemäß § 12a Satz 1 SGB II das Bürgergeld eine nachrangige Sozialleistung ist. Das heißt, wenn der notwendige Lebensunterhalt durch andere Sozialleistungen gedeckt werden kann, müssen diese beantragt werden. Das heißt, ich gehe davon aus, dass unsere Freundin eigentlich erst einmal diesen Antrag auf ALG 1 stellen müsste. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kann sie das machen, wenn sie keine offizielle Meldeadresse in Deutschland hat? Weiß das jemand und hat gute Tipps, und weiß jemand vielleicht, was das damit auf sich hat, dass man sich in Hamburg nicht mehr ohne festen Wohnsitz melden kann? Gibt es das auch in anderen Städten, und ist das überhaupt rechtens? Was hat das zu bedeuten? Vielleicht kennt sich jemand ein bisschen mit dem Thema aus und kann was dazu erzählen und kann unsere Freundin auch weiterhelfen. Das wäre auf jeden Fall toll. Vielen Dank im Voraus für eure Beiträge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf. Bis bald und tschüss.